Ja, willkommen, meine Freunde. Wie ihr seht, kommt jetzt seit langem mal wieder was. Und ja, ich habe mir mal gedacht, wir spielen mal wieder eine Runde Minecraft. Auch wieder auf einem MCMMO-Server, aber auf einem anderen. Wenn ich dran denke, packe ich euch den Link in die Beschreibung. Das weiß ich aber noch nicht, weil ja, man kennt mich ja. Mittlerweile, wie man hier sieht, habe ich den Rang Stammi erreicht. Dafür braucht man irgendwie 1800 Spielminuten. Kann man gucken bei / Playtime. Bin jetzt bei 3444 Minuten. Kann man mal machen. Und ein Haus, das aus mehreren verschiedenen Materialien gebaut ist. So. Wir haben einmal wieder meine typische Wand, also Mauer. Und das ist einmal mein Häuschen. Ist, finde ich, ganz schick geworden. Auch ich mag hier so diese Mauer eigentlich ganz gerne. Die Einrichtung ist mehr so, naja. Aber da tut ja erstmal nichts zur Sache. So, einmal von außen. Dann gehen wir mal rein. So. Dann haben wir hier einmal Küche, Dunstabzugshaube und so weiter und so fort. Die Einrichtung ist eher so sporadisch. Das war halt eigentlich auch nur, damit wir hier Stammi kriegen, auf die Schnelle eingeräumt. Haben wir hier das winzig kleine Schlafzimmer. Legen wir uns mal hin. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Balkon, wo man ein bisschen gucken kann. Ich meine, gut, man guckt direkt vor die Hauswand, aber das ist ja erstmal egal. Nee. So. Dann kann man noch auf den Dachboden, der eigentlich dazu dienen soll, erstmal so eine Art, in Anführungsstrichen, Rohstofflager. Hier haben wir ein bisschen Holz liegen und schön befestigt. Ein wenig Stroh, da kommt aber noch mehr zu. Und dann sollen hier und auch hier drüben noch so ein paar Erze rein. Nicht viel, aber halt so ein bisschen, um das Ganze fertig zu kriegen. So, ich zeige euch mal einmal kurz so ein bisschen den Server. Gehen wir mal an den Spawn. Also das hier ist der ganz normale Spawn-Bereich. Und zum Freischalten muss man ein Quiz durcharbeiten. Ist nicht so schwierig. Aber strengt euch an. So. Hier haben wir die Admin-Shops. Die sind hier auch ein bisschen anders. Dann kann man hier die Sachen kaufen. Und überall, wo unten so ein Zellblock ist, kann man dann auch Sachen verkaufen. Da kann man dann gucken, was man für was kriegt. Geht aber leider nicht in jedem Shop. Hier könnte man Wolle und Ton und so ein Kappes kaufen. Hier kann man zum Beispiel nichts verkaufen. Hier kann man Spawn-Eier kaufen. Hier gibt's Färbungsmittel, Samen und den ganzen Kack. So. Und das hier ist mit der wichtigste Händler. Hier kann man alles kaufen, so was quasi das Herz begehrt erstmal. Und halt auch diverse Sachen verkaufen, um ein bisschen Kohle zu machen. Bleibt da hier hängen. Jetzt muss ich erstmal selber gucken. Genau, da sind wir sogar genau richtig. Was auch wichtig ist, ist dieser liebe nette Herr. Wie ihr seht, die drei Dinger hier habe ich schon gekauft. So, man hat 5 Home-Punkte. Für 10.000 gibt es dann den 6. Dann 15.000 gibt es nochmal 2. Und dann nochmal 20 gibt es nochmal 2. Man kann, soweit ich das jetzt gehört habe, nicht direkt den kaufen, sondern muss alle kaufen. Ich habe mir jetzt schon den /Scene-Befehl gekauft. Eine mobile Workbench und ganz wichtig die mobile Ender Chest. Dann gibt es noch den P-Time. Ist für mich jetzt, naja, eher so unwichtig, weil habe ich ja nichts von. Dann kann man Wetter einstellen. Bringt mich persönlich jetzt auch nicht wirklich weiter. Und dann könnte man hier noch Rocket Boots kaufen. Sobald man einmal diese Rocket Boots gekauft hat, kann man sich auch hier die Anleitung holen. Die habe ich schon irgendwo zu Hause in meinem Lager.
Kann man das immer wieder auf normale Dia-Schuhe benutzen, also anwenden, die werden dann zu Rocket Boots. Damit fliegt man dann einfach so piu gerade durch die Gegend. Man kann aber nicht wie bei Fly so in der Luft anhalten. Das geht leider nicht. Aber das macht auch nichts. Dann gibt's mehrere verschiedene Warps. So. Zum Beispiel der Admin-Shop, da sind wir ja gerade, AFK. Dann gibt's hier noch die Farmwelt, den Freizeitpark, der ist auch ganz schön geworden. Und hier sind dann halt auch die Spielershops drin, so wie Eisenbär-Shop, Event und die ganze Kacke. Kann man überall hin und her juckeln. So, dann gehen wir mal einmal in mein Lager. Also, mein Lager. Sind wir hier. Hier geht's dann runter in mein Lager. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen krank. Ich habe das Ding bis unten hinausgegraben. Macht ja nichts. So, dadurch, dass ich das hier aber alles in Anführungsstrichen fertig habe, hatte ich mir gedacht... Habe ich da nichts mehr von? Ja, ist auch kein Stück sortiert, ist halt überall nur ein Bildchen dran, damit ich es wiederfinde, aber sortiert ist da gar nichts. Habe ich mir gedacht, ich habe auch überall hier eine Ender-Chest stehen, damit ich dann hier halt auch alles einräumen kann. So, da ja hier jetzt so gesehen nichts mehr zu tun ist und ich ja dann jetzt Stammi bin, kann ich dann jetzt auch auf dem Freebuild-Server so gesehen mitspielen. Da haben wir uns jetzt mit Hilfe von einem Teammitglied habe ich mir da ein Grundstück geholt. Da wird aber auch nicht gesichert, weil im Normalfall muss er erstmal Stammi werden und das dauert ein bisschen. So. Da gehen wir jetzt mal hin und da hatte ich dann vor, euch mitzunehmen, während wir da quasi so ein kleines Dörfchen bauen. Habe ich mir jetzt so überlegt. Ich weiß aber noch nicht, inwiefern das was wird. Vielleicht können wir das auch so machen, wenn ein paar Leute von euch da Bock drauf haben, dass ich da so eine Stadt so gesehen baue und dann Grundstücke einteile, so gesehen, wo dann jeder sein Häuschen hinbauen kann. Das weiß ich aber noch nicht. Da gehen wir jetzt erstmal schnell hin. So, ganz sporadisch, das hier ist jetzt erstmal meine kleine Butze. Ein bisschen Zeug hier drin. So, ich bin gerade dabei, um es für alle besser sichtbar zu machen. Ich habe einmal komplett um die Area, die ich gerne für mich beanspruchen würde, oben so einen Erdbalken drum gezogen. Ja, ist jetzt nicht sonderlich schön, aber das ist erstmal egal. Weil das ist jetzt gerade erstmal nur dafür, damit ich weiß und sehe, wo ich wie hin möchte, darf, kann, will, muss, wie auch immer. Und jetzt gerade habe ich, also vorhin habe ich damit angefangen, zumindest überall schon mal, weil es Leute gibt, die da nicht drauf achten und die in meinem Gebiet quasi schon was weggebaut haben, was nicht sein soll, hier einfach einmal einen Zaun drum zu ziehen. Ich meine, das hält Leute auch nicht wirklich davon ab, sich hier hinzubauen, beziehungsweise da auch irgendwas zu ändern. Nur so habe ich da eher eine Handhabe drüber, dass auch gekennzeichnet ist, dass hier besetzt ist. Weil dann kann ich so argumentieren, ja, hier ist aber markiert und da hast du nichts zu suchen und haust rein. So. So. So, so. Soll ich ein bisschen lauter machen, aber ich höre nichts. Ah, immer noch nicht. Ah, schön. Jetzt höre ich was. Gut. Ja, wie gesagt, jetzt fange ich halt erstmal damit an, den ganzen Scheiß hier einzupacken. Nein, du nicht. So, ja, wir müssen dann auch gleich noch ein bisschen Holz sammeln, weil das wird definitiv nicht reichen. So.
Na, ein Stückchen müssen wir noch. Bis da hinten zur Ecke. Dann muss ich noch das ganze Stück bis da hinten. Und da muss ich noch ein Stück. Ich habe bis jetzt nur das Stück, was da vorne war, und einmal bis da hinten rüber. Also, da muss noch ein bisschen was passieren. Da brauchen wir noch ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz für. Was wir uns dann gleich besorgen werden. So, muss jetzt auch erstmal nicht schön sein. Ist jetzt halt erstmal nur zur Grundstücksabgrenzung. Mist. Egal. Hier haben wir uns schon mal ein paar Kühe fertig gemacht, damit wir ein bisschen was halt haben und wir da nicht komplett ohne rumstehen. Ich werde versuchen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich werde versuchen. Ja. Ich werde versuchen. Ja, was werde ich denn versuchen? Alles, was ich für dieses Projekt, also für unsere kleine, in Anführungsstrichen, Freebuild-Stadt, alles, was ich hierfür mache, werde ich versuchen dann auch aufzunehmen, wenn ich denn dran denke. Und ja. Was sonst so ist, wenn ich halt meine MC-Stats ist ganz okay. So, mein Rank, da muss ich halt, oder will ich halt versuchen, wie immer, noch ein bisschen weiter zu kommen, weil, ne? Nur unter den Top 5 ist angenehm. So. Während wir jetzt hier den Zaun basteln, können wir natürlich auch noch so ein bisschen was mitnehmen, was hier so im Weg steht, das ist ganz gut. Was ich dann jetzt hier auf meinem abgesteckten Grundstück mache, ist relativ egal. Nur halt, man sollte jetzt nicht hingehen und außerhalb von dem Ding anfangen, alles wegzufarmen. Ja, hier sollte es eigentlich hingehen, aber egal. Machen wir auch noch kurz weg. Da wollte ich hin. So. Hier, das ist der Punkt. Ja, dann stehst du ja doch zum Glück genau da drauf. Dann kann ich dich auch schon mal erst wegholzen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt erstmal alles hier drin wegholzen soll oder nicht. Das muss ich mir... Oh, cool. Ich habe mir das Grundstück auch noch gar nicht so genau angeguckt. Ich habe jetzt gerade erstmal angefangen, hier alles vorzubereiten. Und ja. Hier haben wir noch so ein Moped. Hallo. Ja, du stehst auch im Weg, das ist sehr schön. Alles, was wir jetzt hier uns erstmal reinziehen können, ist gut, weil brauchen wir ja sowieso. Ja, und das war's auch schon, oder? Haben wir hier noch einen? Ja, sehr gut. Nehmen wir dich auch noch mit. Gut. Schick, ne? So. Zack. Ja, machen wir mal so. Zap, zap. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Zaun. Sehr gut. Den Rest werden wir uns hier auch noch zusammensammeln. Aber erstmal müssen wir uns jetzt hier wieder durchkämpfen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mache, ob ich hier so ein paar Berge drin lasse oder den
ob ich das generell so lasse oder wie sonst immer, dass ich das relativ glatt anpasse, das weiß ich noch nicht. Das ist bei mir immer so ein Problem, weil ich hab's halt immer gerne flach. Also zumindest bei Minecraft. Ja, da muss ich mal gucken, wie das wird. Aber das ist erstmal relativ bums, weil wir müssen ja jetzt eh erstmal hier alles einpacken. Joa. So. Du hast doofe Ohren. Das ist doch schon wieder doof. Das ist schon wieder alle hier. Ja. Dann werden wir wohl oder übel halt hier doch erstmal alles wegholzen. Und dann werden wir uns hier wohl auch eine kleine Baumfarm einrichten. Oder ich gehe halt einfach mal offscreen Holz jagen. Also jagen, genau. Weil mit Pfeil und Bogen, weil Holz rennt ja weg. Holz sammeln. Beziehungsweise ich habe in meinem Haus auf der Grundstückswelt eine kleine Baumfarm. Ist nicht riesig groß, aber für 2-3 Stacks Holz reicht das. Weil eigentlich sollte man auf der GS-Welt nicht so viel Farm haben. Ich glaube ein Viertel vom Grundstück maximal. Und das ist halt mit der Baumfarm dann schon komplett ausgereizt. Ist auch nicht die effizienteste Baumfarm, weiß ich selber. Aber das ist relativ egal, weil es größtenteils mir jetzt darum geht, einfach nur so für den Eigenbedarf ein bisschen was zu generieren und nicht um das zu benutzen, um damit Geld zu farmen. Weil zum Geldfarmen gibt es andere Mittel und Wege, da werden wir uns auch irgendwann noch drum kümmern. Und ja, das wird irgendwann noch kommen. Aber dann nicht auf der Grundstückswelt, sondern wenn er hier. So. Dann bauen wir uns hier noch ein bisschen was weg. Dann sollten wir schon fast wieder genug haben, um uns hier gleich mal noch ein paar Zäune zu basteln. Dafür gehen wir aber wieder ins Häuschen. Weil ich gerade irgendwie wenig Bock auf Viecher habe. So. Oh, das tut mir leid, du bist da leider reingerannt. So. Einen Wauzi haben wir auch. Du kannst draußen bleiben, Hundehütte und so. So, dann... Nein, die brauchen wir jetzt gleich. Das kann weg. Voll. So, das kann weg, das kann weg. Und den Rest behalten wir erstmal. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 bumm. Habe ich jetzt hier nicht noch... Nee. Ein Holz, ne? Wow. Aber jetzt haben wir schon mal wieder ein bisschen was am Start. Und dann würde ich sagen, so, dann war es das jetzt erstmal für die erste Folge. Ich hoffe,
es kommt mehr und ihr habt da Bock drauf und es kommt jetzt wieder öfter was. Haut da mal rein, wir sehen uns. Ciao, ciao.